Energie. Ja. Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und heute sind wir in Weimar unterwegs. Und mit wir meine ich Kevin. Hallo. Und den Stefan. Yeah. Und was fährt der Stefan gerade? Den neuen e-tron. Denn wir haben uns eingetragen für eine Probefahrt hier in Weimar beim Autohaus Klinike. Und wir haben ihn gerade übernommen. Für eine Stunde können wir jetzt herumfahren, austesten, was wir wollen. Und Stefan, ja, ist der erste Fahrer. Nachher gibt es noch Fahrerwechsel. Und wir schauen mal, rechts, was wir so alles entdecken. Ich fahre jetzt erstmal rechts. Genau, ja, rechts rum. So, Rekuperation am Lenkrad, ja. Also ist jetzt nicht wirklich spürbar unter 50. Da fand ich, beim iPace hat das mehr eingegriffen, wenn man das auf Maximum gestellt hat. So, hier ganz easy. Nimmt ganz wenig runter. Okay. Welche Stufe hast du jetzt? Ich habe auf Maximum gedrückt hier. Achso, okay. Musst du halten? Oder? Ach nee, warte mal, ich glaube, Minus drücken war quasi. Ach, ja, jetzt, ja, jetzt geht er. Okay, alles klar. Ja. Ja. Das war okay. Ganz ohne jetzt. Also die andere Seite im Prinzip, ja. Ja, also je mehr du Minus drückst, desto stärker wird kopiert. Ja. Also es kommt auf die Stärke an, wie du drückst. Nee, wie du hältst. Es sind Stufen, die man mit, mit den Flaps hier, die, ja, wo man sonst Gangschalter oder so einstellt. Okay, und du siehst das. Also ich mache jetzt mal. Genau, man sieht das vorne. Ich mache jetzt mal 100, ja, und gehe mal vom Gas mit Maximum Rekuperation. Da hält das auch. Ja. Ganz gute Geschwindigkeit. Bremst nicht allzu sehr ab. Ja, gut. Jetzt geht er rein. Jetzt bei Charge. Ich sitze ja hier hinten, habe hier Klimakontrolle, USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss. Also jeder Passagier kann im Prinzip sich selbst seine Klima einstellen. Und ja, hat hier entsprechende Möglichkeiten. Das Panoramadach ist hier auch mit verbaut. Yeah. Sonnenschutz geht auch. Genau, das ist der Sonnenschutz. Kann man schön mit bedienen. Da oben funktioniert das alles. Und da geht schon das Dach auf. Soll ich hier nochmal abfahren? Ist man eine Runde drehen? Oder ja, kannst du am besten mitdrehen. Genau. Okay. Ja, was hat Stefan nicht alles vermisst? Im Model 3 Kleiderhaken. Ach nee, im Model 3 gab's ja, im Model S meine ich. Ja. Im Model S. Kleiderhaken. Stauräume. In der Tür. Türgriffe. Quatsch, oben Angstgriffe meine ich. Türgriffe sind natürlich auch da. Kein Platz für meine Sonnenbrille. Ja, genau. Isofix-Halterung. Und ja, ich muss sagen, bequeme Rücksitze. Also hier lässt sich's gut sitzen. Die Auflage. Der Beine ist auf jeden Fall auch mitgegeben auf dem Sitz. Ich habe jetzt meine Füße unter den Kevins Sitz gestellt und ja, ich kann hier, denke ich, auch auf längere Fahrten bequem sitzen. Das passt schon ganz gut. So, was gibt's hier Schönes? Das ist einfach bloß alles, was mit Klima zu tun hat, wie es aussieht. Genau, ein Bildschirm für die Klima komplett hier unten. Das hier oben ist eben das ganze Mediasystem, Navigation, alles. Hier kannst du ein Tempomat für Bergabfahrt oder was? Ja. Informationen. Sieht so aus. Wischerinformation ist aus. Was ist das? Du hast den Bildschirm hier oben ausgemacht. Achso, das sind. Das ist der Bildschirmreinigungsmodus. Ah, das sind diese halbhaptischen Displays. Du musst quasi, hörst du? Ja. Das macht Klick. Okay. Mhm. Heimat. Ja. Ja, das ist. Der Bildschirm klickt irgendwie mit rein, richtig, ja, oder? Ja. Gut. Ja, es gibt kein Zuhause. Ja. Also. Aber das finde ich auch gut mit diesem haptischen Feedback. Ja, grundsätzlich fühlt es sich gut an. Ja. Ja. Okay. Aber was das jetzt ist, wissen wir nicht. Ja, das ist irgendwie zum Bergabfahren, dass du vielleicht, dass nicht er schneller dann, wirst. Dass er dann optimal rekuperiert oder sowas. Kann weil das, also sein. Vom Symbol her würde ich sagen, sieht aus wie ein Tempomat. Ja. So Haltegeschwindigkeit. Ja. Also es gibt machen. Ja dann dieses Programm Audi Connect. Da kann man sich ja, glaube ich, mit anmelden und da kann man auch alles personalisiert damit einstellen. Und da gibt es dann auch immer mit Updates. Ah, wir heben gerade an. Wir heben ab. Ja, also Luftfahrwerk hat er auch mit. Bekannt aus ihrem Tesla. Absenken.
So, der geht erstmal alles nach oben durch. Ja. So, und jetzt geht er nach unten, oder? Ja. Kannst du jetzt gleich noch ganz unten gehen? Nee, geh wieder hoch. Ja. I don't know these controls. It's a goddamn spaceship. Shit. Okay, Effizienz. Also wenn du es nicht hinkriegst als Bioinformatiker, dann weiß ich es auch nicht. Effizienz gibt es nicht. Das denkt immer noch ab. Ja, jetzt stimmt, jetzt hast du es ja... Oh, wir haben es gecrashed. Ich mach mal Parken rein. So, dann kann ich von der Bremse gehen. Aber wie willst du es denn? Ja. Vielleicht stellst du hier um, was du machst, und hier tust du es dann tun. Nee. Vielleicht fahren wir erstmal weiter. Ja. Kevin, ein wahres Wort, sonst sind wir in einer Stunde immer noch hier und probieren das Auto anzuheben. Dann vielleicht auf Parkplatz. Genau. So. Hat er gesagt, das so, kann gleich sein. Das ist bloß die Einstellung. Also das ist quasi, jetzt wird es automatisch. Ach so, okay. Und vermutlich, weil ich vorhin auf Effizienz gedrückt habe, ist er dann nach unten gegangen. Ja, also, ja, ja. Der okay, also das dient alles. Dynamisch zu machen dann, ja. Ja, ja, ja. Okay. Kameras an die 360-Grad-View. Auch nicht schlecht. Ja. Kann man mit an- und abwählen, alles klar. Wie fühlt es sich an generell so Tesla-mäßig? Oder also ich würde sagen, man merkt schon, dass es ein bisschen schwereres Schiff ist. So gesehen das Schlachtschiff unter den Elektroautos, was es jetzt so gibt. Vom Gewicht her ja, ne? Haben sie ja gemeint. Ist schwerer als ja, Model X. Fast 2,6 Tonnen. Also Handling ist trotzdem noch ganz gut direkt. Es ist nicht so, dass du denkst, du bist hier in irgendeinem aufgebockten... Was schlägt denn hier? Hörst du das? Irgendwas ist am Rad. Irgendwas klackert. Ja, da klappert was am Rad. Muss man einfach mal runterfahren, dann fliegt es weg. Was? Das wird lauter, wenn du bist. Ja, das kann sein. Vielleicht hat sich dieser Stoßdämpfer nicht mit abgesenkt. Da möchte jemand raus. Also, halt mal lieber noch mal bevor wir auf der Autobahn fahren. Ja, würde ich sagen. Okay. Vielleicht nur Dreck. Mal gucken. Es bleibt spannend. Kevin, wie ist es hinten? Wir haben die ersten Bugs. Sehr viel Platz hier hinten. Okay. Und bequem auch. Okay. Jetzt ist es weg. Ja, mag einfach nicht bewegen. Dann genau. Macht es auch keine Geräusche. Nicht bewegen. Mal lieber die Kamera fest hier. Also hier oben die Konsole gefällt mir auf jeden Fall, was man so einstellen kann. Also so generell, um das nochmal mit zu zeigen. Ist es jetzt wieder da? Ja, es ist noch mit da. Okay. Kaum 5 Meter gefahren und schon haben wir was am Rad. Das gibt's doch nicht. Das ist ja alles ein bisschen knapp. Ja. Mit Abfahren. Uah. Jetzt ist es weg. Ja, so ein bisschen. Es ist noch da. Okay, das ist grün, wenn ich der Spur folge und wenn ich scheiße fahre. Es drückt mich zurück in die Spur. Ehrlich? Es hat einen Spurhalteassistent, sehr schön. Ja. Das kennen wir schon aus Amerika. Okay. Wir sind gestartet mit 171, glaube ich. Ja. Den Verbrauch sehen wir hier gar nicht, oder? Hier kannst du bestimmt einstellen. Bestimmt im Menü oder so. Ah. Da. Aktueller Durchschnitt 33,3 Kilowatt pro 100 Kilometer. Was? Ich sehe 38. Hab ich nicht gesagt? 38? Nee, 33. Er will hier Kilowatt unterschlagen. Ich merke schon. Dich haben sie doch gekauft. Ah, Bushaltestelle. Und ich werde mir mal das Rad ansehen, ob da vorne was schlägt. Oder ob wir da Dreck haben. Ein Tier wäre weg. So. Ah. Ah, wir haben was eingefroren. Was ist das denn? Plastik? Ja. Okay, na gut. Eingesammelt. War eine... Das war der Übeltäter. Ja. Ich sag, wir sind bloß nicht schnell genug gefahren. Ein Stück Kunststoff.
Aber wir haben es abmachen können. Ja, bereit für einen Beschleunigungstest? Warte, noch nicht. Oh mein Gott, die Kamera. Jetzt. Energie. Ja. Genau, also hier werden die Verbräuche mit angezeigt. Wie wir sehen, haben wir hier eine 38,5 stehen, so ordentlich. Das liegt weit über einem Tesla. Aber ich meine, gut, das wussten wir auch vorher schon, dass er nicht den super Verbrauch hat. Das ist einfach der riesen Querschnittsfläche und dem schlechten CB-Wert. Und es spricht dem Fahrerprofil von Testfahrten, die alle bloß auf. Ja, richtig, genau. Aussehen. Richtig, hier tritt halt auch mehr jeder ordentlich rein, weil das sind nur Probefahrten.